Ja, vielen Dank, Wilfried. Von meiner Seite auch erstmal ein herzliches Willkommen, alle, die hier sind. Sonntagnachmittag, bei diesem Wetter schwer vor die Tür zu kommen. Umso schöner, dass hier doch recht viele sitzen heute. Ich habe zunächst einmal ein paar einleitende Bemerkungen für den Ablauf. Erwartungsgemäß kommt von Ihnen allen Fragen aus dem Publikum. Es hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn man vorher so ein bisschen skizziert, ein paar Stichwörter hat, damit man am Thema dran bleibt und die Frage konkret stellen kann, wenn man dann tatsächlich dran ist, weil es ist meistens nicht direkt, nachdem man die Idee gekommen ist, die Frage zu stellen. Dafür liegen dort vorne auf dem Tisch unter anderem auch Blankopapiere bereit, die man nehmen kann. Außerdem wäre das vielleicht auch ganz gut, wer an der nächsten Veranstaltung in Neukölln teilnehmen würde, dass wir da einen Extrablatt noch auslegen, eine Liste, wo man dann vielleicht eine E-Mail-Adresse oder ähnliches dann aufschreibt, um sich dafür dann ja, informieren lassen zu können. Gut. Zu meiner Person, ja, Tempelhof 42. Wir sind hervorgegangen aus einer Initiative seinerzeit, die Bürgerinitiative Tempelhof, die das Bürgerentscheid in Tempelhof durchgeführt hat. Das war schon ähnlich vom Ziel her, wie das, was jetzt auch Tempelhof 100% vorhat, mit etwas anderer oder leicht geänderter Ausrichtung, dass der Flughafenbereich noch mehr einbezogen werden sollte, im historischen Bereich. Aber im Grunde sind die Ziele, die dahinter stehen, deckungsgleich, nämlich der Schutz des gesamten Ensembles und auch der klimatischen Funktion, die dieses Feld für die Stadt hat, natürlich besonders für uns Anwohner. Einer davon bin ich und der Wirtin, die da vorne sitzt. Wir wohnen auch direkt am Tempelhofer Damm und insofern sind wir auch sehr betroffen und deswegen entsprechend sind wir dabei. So viel zu mir. Der Wilfried hat eben die Gartenkolonie vorgestellt, ich habe uns kurz vorgestellt. Jetzt möchte ich eigentlich die Initiative 100% bitten, und zwar ein Mitglied, den Hermann Barges, dass er vielleicht aus seiner Sicht die Problematik schildern kann, die insbesondere auf ja, uns hier in Neu-Tempelhof zukommt.